Ich habe mir das Magnetsvideo mittlerweile sehr oft angesehen. In der Einzelbildschaltung und mit Vergrößerung werden ein paar Dinge klar, die man in der Originalgröße und bei voller Geschwindigkeit nur schlecht oder gar nicht sehen kann. Damit meine ich nicht den Schnitt von Kamera 1, die die Beteiligten von vorne zeigt, auf die Kamera 2, wo wir die Tat dann von hinten sehen. Kurz nach diesem natürlichen Schnitt ist ein zweiter. Es stellt sich die Frage, warum haben die Kriminaltechniker von der Polizei an dieser Stelle geschnitten? Der Schnitt, der eigentlich, wie sich in der Vergrößerung zeigt, eine 3-Frame-Überblendung ist, sorgt dafür, dass circa 1 Meter des Weges den Magnets und die Täter nach dem Perspektivwechsel zurücklegen nicht zu sehen ist. Da fehlen etliche Frames, mehrere 25stel Sekunden. Haben wir es hierbei vielleicht mit einem Schnittfehler eines ungeübten polizeilichen Cutters zu tun oder ist der Schnitt absichtlich geschehen, um etwas zu vertuschen? Seltsam ist auch die Gleichzeitigkeit der Ereignisse an einem anderen Punkt. Die ganze Woche hat der Fall Magnitz die Medien beschäftigt. Am Tag nach der Veröffentlichung des Tatergangsvideos, das den mörderischen Angriff auf Magnitz zeigt, wird in der Presse bekannt, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen Magnitz eröffnet hat. Er soll Parteigelder veruntreut haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bremer AfD-Chef wegen des Verdachts auf Untreue. Auslöser für das Verfahren gegen den Bundestagsabgeordneten sei eine Strafanzeige aus dem Dezember des vergangenen Jahres, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Demnach gehe es um Parteigelder. Weitere Details nannte die Staatsanwaltschaft aber nicht. Die Ermittlungen laufen also schon etliche Wochen, aber genau jetzt in dieser Situation wird das von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Ein Zufall? Fragen über Fragen im Fall Magnitz, aber keine vernünftigen Antworten in Sicht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Das deutsche Volk so mitschreit, die Rente ist sicher. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, sie habe den Bundestag über die Ermittlungen gegen Magnitz informiert. Laut der Behörde hat Magnitz seine Immunität verloren und ein Verfahren sei nun möglich. Bei Radio Bremen wies Magnitz die Vorwürfe zurück und vermutete parteiinterne Gegner hinter der Anzeige. Die Bremer AfD hatte den Untreuevorwurf gegen ihren Landesvorsitzenden Frank Magnitz zurückgewiesen. Der Vorwurf aufgrund der Anzeige eines ehemaligen AfD-Schatzmeisters sei haltlos, heißt es heute am Samstag in einer Pressemitteilung auf der Facebook-Seite der AfD. Mir fällt es sehr schwer zu glauben, dass der Veröffentlichungstermin für die Ermittlungen gegen Magnitz ein Produkt des Zufalls ist. Das stinkt förmlich danach, dass man die Veröffentlichung gezielt vorgezogen hat, um damit die Tat gegen Magnitz zu relativieren. Doch schauen wir uns das Video einmal genauer an. Hier sehen wir, wie Frank Magnitz auf die erste Kamera zugeht. Hinter ihm die drei Täter, rechts im Bild der Handwerker. Es folgt wohl eine kleine letzte Absprache zwischen den Tätern, die vorausgehen, während der Haupttäter seine Kapuze tiefer ins Gesicht zieht. Dann kommt vom anderen der Daumen nach oben. Es kann losgehen. Ein paar Meter hinter den beiden der dritte Täter. Die beiden gehen aus dem Bild. Dann folgt der Umschnitt von Kamera 1 auf Kamera 2. Knapp 3 Sekunden lang ist die leere Passage zu sehen. Dann passiert etwas Seltsames. Magnitz und die beiden Täter, die ihn angehen, laufen nicht vom unteren Bildschirmrand ins Bild. Sie springen rund 1 Meter weit.
In der Einzelbildschaltung sieht man deutlich, dass hier eine Mini-Überblendung mit 3 Frames Dauer gesetzt worden ist. Beim ersten Frame sind die 3 Personen noch gar nicht zu sehen. Dann sieht man sie halb durchsichtig. Erst beim dritten Einzelbild sind sie voll da. Warum diese Blende? Was ist passiert, während die 3 den fehlenden Meter zurückgelegt haben? Was ist es, was man uns hier nicht zeigen will? Dann die Tat. Der Haupttäter schlägt Magnitz zunächst mit dem rechten Ellenbogen. Dann holt der vermutliche Linkshänder mit der linken aus und schlägt Magnitz mit einem ca. 10 bis 15 cm langen Gegenstand von vorne links auf den Kopf. Wahrscheinlich entsteht durch diesen Schlag die schreckliche klaffende Platzwunde auf Magnitz' Stirn. Schließlich übergibt der Haupttäter dem zweiten die Tatwaffe. Beide rennen aus dem Bild, gemächlich gefolgt vom dritten Täter, der sich während der Tat im Hintergrund gehalten hat. Das Video gibt uns Antworten auf einige Fragen, wirft aber andere Fragen auf. Wir sehen, dass die Tat nicht spontan, sondern geplant war. Unmittelbar vor der Tat eine letzte Vergewisserung der beiden Haupttäter nach dem Motto »Sollen wir es tun?« und dann die Bestätigung mit dem Daumen nach oben. Offenbar gab es auch eine Absprache zwischen den Tätern, die geregelt hat, was nach der Tat mit der Tatwaffe zu geschehen hat. Der zweite Täter sollte sie wohl entsorgen. Vor allem stellt sich aber die Frage, was auf den Einzelbildern zu sehen ist, die uns die Bremer Polizei vorenthalten hat. Was meint ihr, könnte auf diesen vorenthaltenen Bildern zu sehen sein? Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, teilt es und abonniert bitte meinen Kanal. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen.